Regt es euch auch immer so auf, dass wenn ihr in Amsterdam einen Kifferurlaub macht, sich Holland nicht mal auf Kiffer reimt? Daher stelle ich euch heute ein Kifferreiseziel vor, das sich darauf reimt. Dass an diesem Ort auch ähnlich entspannte Weed-Gesetze gelten, weiß aber interessanterweise irgendwie keiner. Ich präsentiere euch Teneriffa Kifferurlaub. Yo, hier eine kleine Roomtour von unserem Hotelzimmer. Hier Spiegel, hallo. So, hier haben wir einen Fernseher. Und hier haben wir noch einen Fernseher. Hier Noten wurden auch hier schon direkt ins Hotel geliefert. Und dann hier das Geilste ist eigentlich hier der Balkon. Hier wunderschön. Schaut euch hier diesen Ausblick an. Ah, traumhaft. Hier kleiner Whirlpool, aber hat irgendwie größer ausgeschaut auf den Fotos, aber ich meine, für zwei Leute reicht es schon. Jo Leute, ich möchte euch jetzt ein paar verrückte Dinge zeigen, die ich mit in den Urlaub genommen habe. Weil ich bin jemand, der nimmt immer so ein paar Sachen mit auf den Urlaub, die, glaube ich, niemand anders mitnehmen würde. Und ich zeige euch diese Dinge und ihr schreibt schon mal währenddessen in die Kommentare Dinge, die ihr mit in den Urlaub nehmt, wo andere Leute eher nicht mitnehmen würde. Vielleicht habt ihr ja auch so eine Sache. Ich bin der ultra krasse VR-Freak und seitdem ich die Vive habe, habe ich die auf jeden Urlaub mitgenommen. Diesmal habe ich jetzt sogar extra eine portablere VR-Brille mitgenommen. Mit zwei Controllern natürlich, dass ich auch im Urlaub VR-Erlebnisse zocken kann. Folgendes ist jetzt wahrscheinlich nur unter Nicht-Drogenkonsumenten weird. Ich habe hier auch noch etwas Alad mit dabei. Wahrscheinlich werden wir es gar nicht nehmen, aber falls man irgendwie Bock auf sowas hat, nehme ich sowas immer mit. Und das Gute an Alad ist, dass es natürlich vollkommen legal ist, soweit ich weiß, in Deutschland und in Spanien. Als sechsten in der Liste haben wir mein elektrisches Skateboard. Das habe ich jetzt noch nicht so lange, aber das werde ich in Zukunft auf jeden Fall auch immer mitnehmen, weil es einfach super geil ist, um durch die Gegend zu kommen, wenn man im Urlaub ist. Und da Safer Use nicht nur bei Drogen wichtig ist, habe ich noch zum Skateboard einen passenden Helm dabei. Dieser Helm ist faltbar. So ist er einigermaßen transportabel. Was vielleicht auch ein bisschen weird ist, ist, dass ich mindestens zwei Vaporizer mit in den Urlaub nehme. Diesmal habe ich den Pax 3 und den Flower Mate Pure Hit dabei. Aber es gab auch schon Urlaubs, wo ich schon so 3, 4 oder 5 Vaporizer mitgenommen habe, weil ich mir dann immer denke, ja, was ist, wenn ich dann Bock auf diesen Vaporizer habe oder so? Ja, ich bin echt ein Vaporizer-Freak. So Leute, wir gehen jetzt zu einer dieser Cannabis-Social-Clubs. Also die gibt es in ganz Spanien und gesetzliche Lage, was Cannabis angeht, ist ein bisschen kompliziert. Es ist geduldet, so Cannabis-Social-Clubs zu betreiben. Das bedeutet, also man kann Mitglied in diesen Clubs werden und dann darf man sich da irgendwie Gras holen und die Clubs dürfen irgendwie keinen Gewinn machen. Aber geduldet ist auch irgendwie eine schwierige Formulierung, weil es soll sehr oft vorgekommen sein, dass diese Clubs von der Polizei geradet wurden und es war halt so lang debattiert. Außerdem sind die Clubs eigentlich nur für Einheimische. Ich habe jetzt quasi da einen Club angeschrieben, ob ich da Mitglied werden kann und die haben sofort mir glaube ich, in wenigen Stunden geschrieben, dass das klar geht. Das Geile ist, ich hatte halt einfach nur gegoogelt nach Cannabis Social Club Teneriffa und dann habe ich halt den ersten angeschrieben, der gekommen ist und habe gar nicht nachgeschaut, ob das in der Nähe von unserem Hotel ist. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass ich das nur eine halbe Stunde Fußweg entfernt von unserem Hotel befindet. Wir sind jetzt in dem Social Club drin, haben uns hier unsere Lieferung geholt. Ein bisschen schaut es hier schon ein bisschen runtergekommen aus, also überall liegt so Dreck und Asche rum, aber ansonsten so eine gemütliche Kiffer-Lounge. Und wir haben jetzt also quasi 20 € Mitgliedsgebühren gezahlt und dann nochmal 35 € für 5 Gramm Weed. packen wir es wieder. Ja, war ganz cool in dem Cannabis Social Club. Wir haben gerade noch einen Polen kennengelernt. Der hat uns gesagt, dass das offiziell ist, also dass hier offiziell Touristen in dem Social Club auch was holen können. Das Coole an diesen Cannabis Social Clubs ist, dass man da auch am ehesten Leute kennenlernen kann. Das Problem halt an solchen Hotels hier ist, dass da größtenteils alte Menschen wohnen. So, testen wir mal den Whirlpool. Das war schon immer ein langer Traum von mir, zu vapen in einem Whirlpool, richtig entspannt. Das Interessante an der Cannabispolitik in Spanien ist, dass sie sehr sneaky ist. Ich habe in letzter Zeit mehrmals mit spanischen Menschen geredet, also mit Leuten oder mit Deutschen, die länger in Spanien gewohnt haben, und alle waren der Meinung, dass es da von der Handhabung mit Cannabis nicht viel anders ist als in Deutschland. Aber das stimmt halt einfach nicht. Es gibt halt diese Cannabis-Social-Clubs, wo man sich halt sehr gutes Weed holen kann. Viele dieser Clubs sind zwar nur für Einheimische, aber es gibt auch welche, wo eben auch Touristen hingehen können, wie wir eben gesehen haben gerade. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit Holland vergleicht oder mit Amsterdam, wenn man durch Amsterdam geht, dann riecht es da überall nach Weed, weil da jeder weiß, dass es da überall Coffeeshops gibt etc. Aber hier, also wo ich bis jetzt überall war in Spanien, also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich in Spanien war, wenn man sich nicht damit befasst, dann weiß man eben nicht, dass es diese Clubs gibt. Es fällt einfach nicht auf. Ich bin der Meinung, dass CDU-Politiker sich mal anschauen sollten, wie das hier funktioniert, weil ich glaube, die meisten CDU-Politiker würden sich mit einer solchen Lösung zufrieden geben. Es ist ja auch so, dass man also hier eben nur zu Hause im Privaten oder halt in diesen Social Clubs konsumieren kann. Da kann man dann auch keine Argumente bringen wie, ah ja, oh, dann ist es sozial total akzeptiert und jeder macht es in der Öffentlichkeit etc. Ich persönlich, ich muss sagen, dass mir so eine Lösung wie in Colorado eher zusagen würde, also weil, was mich ein bisschen stört an so Lösungen wie hier jetzt in Spanien oder in Holland, da kann man halt dann kaum irgendwelche coolen Produkte produzieren, so auf einer industriellen Ebene zum Beispiel. Also in Colorado ist es ja so, da gibt es dann irgendwelche Weed-Gummibärchen oder irgendwelche so etwas aufwendigere Produkte, irgendwie Weed-Energy-Drinks etc. Sowas ist halt jetzt hier nicht möglich. Na klar, es gibt wieder auch andere Argumente gegen dieses kommerzielle, gegen diese Gummibärchen und so, weil dann wird es ja noch mehr in der Gesellschaft integriert, wenn dann eine ganze Industrie dahinter steckt, und da ist dann auch der ganze kommerzielle Aspekt, da ist das ja auch irgendwie sowas Dekadentes, nicht gern gesehenes, oh, es wird mit Drogen dann Geld gemacht, Industrien verdienen damit ihr Geld, große Firmen werden dann entstehen. Jo, also wir fahren jetzt zum Siam Park, das ist so ein richtig geiler Wasserpark, der ist laut Trip Advisor auch irgendwie der beste Wasserpark, also die heftigste Rutsche des Siam Parks hat ganz oben gefühlt eine Steilheit von fast 90 Grad. Es ist also so, als würde man fallen, und man kann bis zu 80 km/h schnell werden. Einfach nur ein geiler Adrenalinkick. Außerdem gehen Teile dieser und einer anderen Rutsche durch ein fucking Haifischbecken. So Leute, wir waren jetzt im Siam Park und es war sehr, sehr gut. Es war sehr, sehr gut. Weil ich so viel nices Footage bei dem Urlaub machen konnte, gibt es hierzu noch einen zweiten Teil, bei dem ich am Anfang versuche, in einem Blind Taste Weed-Sorten zu erraten. Teil 2 sollte wenige Stunden nach diesem Video hier auf meinem anderen Kanal OpenMind3000F online gehen. Also abonniert OpenMind3000F. Das ist kein Zweitkanal, wo irgendwie schlechterer Content kommt, sondern ein gleichwertiger Kanal, den ich regelmäßig pushen muss, falls YouTube mal wieder